Meine Damen und Herren, das ist seine neueste Platte. Ein Live-Konzert auf der Kaiserwiese im Wiener Prater. Zweimal 10.000 Menschen haben ihn gefeiert. Hier ist das Vinyl. Und dieses Ereignis hat ihn den Pensionsschock vergessen lassen. Er ist wieder da. Begrüßen Sie bitte den gütigsten, den weisesten und den irgendwie geilsten Rockstar Österreichs. Dr. Kurt Ostbahn! Nee, nee. Kurt Ostbahn. Wow. Lieber Wein, Wasser. Lieber Willi, was darf ich dir einschenken? Ein Weinchen, ein Wasser? Ein Weinchen. Ein Weinchen gemischt mit Wasser? Na. Ein pures Weinchen? Pures Weinchen. Ah, du bist wieder ja. Im Trinken? Nein, ich koste. Du, ja, genau. Ja. Kostest du viel also, oft, oder? Nein, ganz wenig. Ja. Gut. Du warst 5 Jahre null. Eben. Du warst auch schon mal in blöden Umständen, wie der eine oder andere Jäger sagt. Oh, ja. Das, ja. Auch hier? Auch hier? Nein. Das war beim letzten Besuch? Ja. Hast du nachher getrunken? Auch vorher. Aber das wäre mir nicht aufgefallen. Ich wurde wahre Gentlemaner und hab so getan, als ob nichts wäre. Geht's dir jetzt gut? Ja, dir geht's gut? Super. Ja. Na, alt werde ich und da bin ich immer so müde. Wie alt bist du jetzt? Ja, jetzt werde ich bald 66. 66? Ist es eigentlich heutzutage kein Alter mehr? Kein Alter, ja. Aber dieser zehrende Beruf hat mich früh altern lassen. Das heißt, du hast wirklich auch körperliche Auswirkungen des Zirkuspferd-Daseins? Ja, immer müde. Appetit ist noch gut. Ja, obwohl immer schlank. Einschlaf, Durchschlafstörung. Ja, wenn man zu wenig Schlaf hat, legt man nicht zu. Du hast Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und Aufwachstörungen? Ja. Ja, dann wird's schwierig. Ja. Kenn ich. Aber wie sieht dein Tagesablauf aus jetzt? Also wie machst du? Liegst du dann den ganzen Tag am Sofa und wartest, dass du abends auf eine Bühne getragen wirst? Nein, ich gehe auf keine Bühne. Also ich habe Auszeit. Ein paar kleine Ausnahmen gibt es noch. Aber im Wesentlichen versuche ich wieder sozusagen mich zu erholen. Bist du jetzt eigentlich Willi Resetarits oder Dr. Kurt Ostbahn hier im Studio? Das wollte ich euch fragen. Ja, ich weiß nicht, so wie du jetzt ausschaust, bist du natürlich der Willi für mich. Wie schaut die Verwandlung zu Kurt Ostbahn aus? Ich verzaubere mich jetzt in den Kurtl. Oh ja. Der Kurtl hat ja nicht zu trinken aufgehört. Eben, ja. Genau. Der Kurtl hat nicht zu trinken aufgehört. Da gibt es diesen alten Witz. Ich habe versucht, mein Leben zu ändern wegen dem Trinken, wollte ein anderer Mensch werden, aber dann bin ich draufgekommen, der andere trinkt auch. Ne? Na, bei mir ist streng getrennt. Kurtl trinkt ein bisschen, da will ich nicht. Und wo war der Kurtl jetzt die letzten Jahre? Wo war er dann so lange? War er im Keller? Er ist in der Pension. Er hat ein Häusl am Schafberg, Kleingarten, aber auch Winterfest gemacht und da wohnt er. Hat er Gemüse oder kauft er Konserven? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er kann sich nicht erinnern. Das wissen vielleicht viele Kurtologen. Ich bin nicht so deep im Thema drin, aber welchen Doktortitel hat Kurt Ostbahn eigentlich? Der Kurtl hat ja, wie wir alle wissen, die heilende Wirkung der Rockmusik entdeckt. Ja. Und dann zuerst vor kleinerem Auditorium dann Massenheilungen durchgeführt mit Hilfe seiner Musik. Das heißt, er ist Kurtologe. Und hat einen Doktor in der Sozialmedizin. Ah doch? Ja, Sozialmedizin. Sozialmedizin, Ehrendoktorat. Ja. Gut. Ja, was hast du zuerst gefragt? Genau das. Ach so. Du hast die richtige Antwort auf die Frage gegeben. Ja, ja. Sehr gut. Und in der Kleingartensiedlung vom Kurt, weiß man da, wer er ist? Sind die anderen, sind das alles auch so? Sind ihm wohlgesonnen, helfen ihm über die Straße, bringen ihm manchmal was zum Essen. Also, er ist wohl gelitten dort, der Kurtl. Und das ist ja das Spannende. Der Kurtl kann noch so oft in die Pension gehen. Er hält sich in der Erinnerung der Menschen. Er hat sie offenbar so beeindruckt, dass sie ihm die Treue halten, wurscht. Aber anders als Frank Zorner geht er wenigstens in die Pension. Er probiert es und er unterbricht dann immer die Pensi. Hat er alle 3 Jahre. Hat er noch ein Liebesleben? Hat er Groupies? Der Kurtl, nein. Nie gehabt? Groupies. Ja, er hat sich bemüht, aber er hat viel Pech gehabt in der Liebe.
Wir wollen einige der größten Kurt Ostbahn Hits jetzt einspielen für die Leute, die das Gesamtwerk von Kurt Ostbahn vielleicht nicht so kennen sollen. Wer ist da erwähnt, ja? Zuerst als Buben mit seinen Freunden mal dumm geredet, vor 12, 13 Jahren. Und er hat wohl ein Rocker werden. Und ich hab ihm gesagt, dass ich einen gescheiten Beruf lerne. Ich hör die klopfen, weil es hat keinen Sinn. Hätte nicht, bitte wart noch, aber ich weiß, dir geht's wie mir. Du brennst wie ich. Nicht schlecht. Zeige es noch einmal gerne her. Zwei Riesenkonzerte gespielt auf der Kaiserwiese. War das für dich ein besonderes Erlebnis, nach all den Jahren wieder zurückzukehren und diese jubelnde Masse vor dir zu haben? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war gerührt von der Treue der Kurtologinnen und Kurtologen. Ja. Und das, ja, da kann man sagen, das kann man wie einen kleinen Altar zu Hause aufstellen. Und da sieht man die vielen Menschen. Ja. Und die singen jedes Lied mit. Das heißt, diese kleinen Gedächtnisschwächen, der Kurtl schwächelt manchmal mit dem Gedächtnis. Na, aber du bist ja nicht das wird überbrückt wie Wolfgang Publikum. Ambros bist du nicht. Dir muss man nicht die Schilder hochhalten, wo Skifahren draufsteht. Oder? Nein. Ich mache ganz einfach eine kleine Pause, deute ins Publikum und die übernehmen fliegend. Sehr gut. Clever. Textsicher. Das ist sehr gut. Das heißt, du kannst in Wahrheit fast ohne Mikrofon auf die Bühne gehen mittlerweile. Könnte ich theoretisch. Ich könnte die Einsätze geben und sie könnten das ganze Konzert ohne mir machen. Genau. Das hat ja Robbie Williams mal gesagt. Sein Ziel ist, dass er irgendwann nur noch auf der Bühne ist und immer nur das erste Wort sagt. Und das Mikro so in die Masse hält. Genau. Und er gar nichts mehr machen muss und dabei lesen kann oder so. Ja. Der wer? Robbie Williams ist so ein Musiker. Ja. Ein Musiker. Ja. Du bist 19. Ja, ja. 1984. Ich glaube, du hast schon 1984 gab es Stimmen, sind Stimmen laut geworden in Österreich, die wollten, dass du bei den Bundespräsidentenwahlen als Dr. Kurt Ostbahn antrittst. Und jetzt wird bald ein neuer Bundespräsident gewählt. Würdest du theoretisch es machen? Nein, das ist immer zu viel Arbeit. Aber gab es mal irgendwann den Versuch, Dr. Kurt Ostbahn oder dich als Willi in die Politik einzuspannen, dass du irgendeine Funktion im Land übernimmst, außer die, die du ohnehin schon hast, nämlich der heimliche Präsident? Ja, ich habe das alles im Keim erstickt. Also ich bleibe sozusagen außerparlamentarisch, außerpolitisch. Ja. Ja. Aber wenn es notwendig ist, melde ich mich schon. Natürlich, weil, also zu Wort. Ich bin so wie viele andere auch, die gern was verbessern täten im Land. Hat Sebastian Kurz als Integrationsstaatssekretär für dich die Sache verbessert? Es war, der Tonfall ist viel besser geworden. Ja, ne? In der Sache zart er sie, also dass sich die Asylgesetze verbessern, darauf warte ich schon sehr, sehr, sehr lange. Da gibt es wenig Verbesserung, aber das könnte man ja noch machen. Also, ich arbeite weiter dran, man darf sich nicht verdrießen lassen, ja. Man darf es sich nicht verdrießen lassen. Mhm. Da gibt es noch viel zu tun. Ich habe ja immer so den heimlichen Verdacht gehegt, dass Willi Resetaritz, der ja natürlich als äußerst respektabler Gutmensch auch dasteht, den Kurt Ostbahn deswegen erfunden hat, weil er da eine Rock'n'Roll-Biografie ins Leben gesetzt hat, die auch ein bisschen dreckiger, gemeiner und mieser sein kann als Willi Resetaritz. Ja, ist ja, das ja. So? Mein Rock'n'Roll-Hart war noch unerlöst und das wollte ich mit dem Kurtl machen. Unter der Hand ist mir der Kurtl auch zum Gutmenschen mutiert. Eben. Also rauer Ton, ja. Schwierige Wörter verwendet, aber wenn es wichtig war, hat er sich nicht verschließen können, auch den jungen Menschen im Publikum
ins Gewissen zu reden. Richtig. Aber vielleicht bist du einfach kein Schwein. Vielleicht kannst du kein Schwein darstellen. Das ist das sowieso nicht. Aber was mich interessieren würde, welche schlechte Seite hat denn Willi Resetaris tatsächlich, die man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht kennt? Welche unsympathische Seite würdest du an dir gern loswerden? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht würde ich es nicht sagen. Nein, das Song. Du hast keine? Ich hab. Warst du schon mal ein Schwein zu jemandem? Natürlich. Immer wieder, zwischendurch wie jeder andere auch. Aber jetzt weiß ich keine Beispiele. Ich bin nicht vorbereitet. Ich bestehe aber darauf, dass ich auch Arschloch wie jeder andere bin, sein darf und sein werde. Ja, aber. Aber zwischendurch halt auch wieder sich aufregen über die Sachen, wo man sich aufregen muss und versuchen, was zu verbessern. Du bist ziemlich braun im Gesicht. Warst du auf Urlaub? Ich war jetzt ein bisschen auf Erholung. In der Sonne? Teilweise im Schatten. Also wenn Sonne war, war ich im Schatten von der schönen Sonne. Bist du eigentlich ein begeisterter Schwimmer? Nein, nicht Schwimmer. Begeisterter Nichtschwimmer. Ich war schon oft am Meer. Ja. Und auch heuer wieder. Aber du gehst mal kurz rein? So reingegangen. Ja, und dann ist eine Wellen gekommen und hat mir das Hosal benetzt. Na, ja, sowas habe ich schon Jahre nicht mehr gehabt. Das ist echt, ja. Und macht dir das dann Angst oder ja. Ekelt dich? Oder, der Tsunami des kleinsten Mannes. Ich meine, dass der Herrgott das Wasser für die Fische vorgesehen hat. Und ich gehe gern am Berg auf. Es gibt auch Berge, die direkt aus dem Meer aufsteigen. Und da steige ich dann auf. Das heißt, es waren erholsame Tage auf der Insel? Wunderbar, ja. Ja. Aber ich war Schlaflosigkeit gehabt. Ja, natürlich. Ja. Aber jetzt bist du sehr müde jetzt? Würdest du lieber schlafen? Jetzt bin ich ein bisschen müde. Sollen wir dich erlösen von diesem Dauergequassel? Na, ich würde noch hier bleiben und hier ein bisschen schlafen dann. Bitte, dann mach es so. Lieber Willi, wechsel doch einen Platz weiter, wenn ich dich bitten dürfte. Sehr gerne. Und vielen Dank fürs Hiersein. Noch einmal, das sei auch noch mal, weil Sie glauben vielleicht, dass diese. Warum diese Gläser hier schon diese Becher? Wir dürfen sie ins Publikum geben. Das sind alles Devotionalien von Dr. Kurt Ostbahn. 30 Jahre Ostbahn. Und ich darf sie ins Publikum geben.